Herzlich willkommen zurück zu Meet, Greet and Beat. Schön, dass ihr alle immer noch da seid. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Wir sind heute schon zum 5. Mal unterwegs hier in Paderborn durch die Initiative der neuen Gründerzeit NRW vom Wirtschafts- und Digitalisierungsministerium NRW organisiert, veranstaltet, natürlich auch mit Hilfe von der Garage 33 und der Uni Paderborn. Ja, und nun wollen wir natürlich auch wissen, wer ist es denn geworden? Aber als allererstes möchte ich erfahren, wen ihr am besten fandet, wer der Publikumspreis gewinnen wird. Und ich suche jetzt gerade, ach, hier vorne sitzt er ja. Ich möchte nochmal auf die Bühne bitten, Professor Dr. Sebastian Funk. Nein, du weißt es nicht, ich auch nicht, aber deswegen gibt es hier und da vorne am besten mit Mikrofon. Was, bevor verraten wird, wer es ist, was gewinnt denn der oder die Gewinnerin? Das mache ich jetzt davon abhängig. Nein. Aha, sehr gut. Fast das Beste. Ich will die Preise, ich will die Preise der NRW Bank natürlich nicht schmälern, aber der Publikumspreis, der ist grandios, weil ihr gewinnt. Ein Tag in unserem Makerspace mit der gesamten Makerspace Crew, mit allen Materialien, die ihr braucht, um euren Prototypen richtig nach vorne zu peitschen, und kriegt da richtig Know-how an die Seite gestellt. Und ich glaube, das ist ein richtig saftiger Preis. Ich weiß es jetzt. Darf ich auch gucken? Ja, klar. Okay, jetzt weiß ich es auch. Darf ich schon sagen? Ja. Okay, dann bitte ich um einen ganz, ganz kräftigen Applaus für Recommendy. Ja, das bist du doch, oder? Da ich euch jetzt weder unsere Crew noch den Makerspace überreichen kann, kriegt ihr aber diese tolle Urkunde. Ich gebe sie jetzt einfach mal an dich, weil du der Pitchende warst. Danke. Herzlichen Glückwunsch an Recommendy. Danke. Ja, wunderbar. Und jetzt geht's direkt flott weiter zu unserer Top 2. Ich möchte dazu nochmal auf die Bühne bitten von der NRW Bank, Herr Heuschen. Ja, vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ich war ja kurz dabei und habe gesehen, es war wohl nicht so einfach. Also, nein, es war alles andere als einfach. Also eins formal vorab an alle Teilnehmer, an alle Teams, die sich hier im Pitch präsentiert haben. Herzlichen Dank, toll gemacht. Wir können leider keine fünf Preise vergeben, obwohl das sicherlich angemessen und auch von eurer Seite her verdient wäre. Aber wir müssen uns leider eben auf zwei Preisträger, einen zweiten Platz und einen ersten Platz eben an der Stelle tatsächlich beschränken. Nichtsdestotrotz möchte ich zu allen Teams noch mal eben ein paar kleine Worte sagen. Credula, ne, ihr habt da einen relativ hohen oder für mich sogar sehr hohen Innovationsgrad eben vertreten in eurer Präsentation. Ihr habt in der Startphase eben die Konzentration auf die regionale Vernetzung, um dann eben immer so ein bisschen weiter nach außen zu gehen und größer zu werden. Aber gerade eben, wo wir ja in der Anfangsphase der Veranstaltung so viel über die schöne Region Ostwestfalen und Paderborn erlebt haben, passt das natürlich auch wunderbar. Und last not least, ihr habt den Mut gehabt, zu zweit hier oben zu stehen. Das macht es nicht einfacher und toll gemacht. Vielen Dank. Ja, die Krokodile der Zahngesundheit, Crocodile Health, riesiges Potenzial, breit aufgestelltes Team. Wenn das durchstartet und weltweit so bei dem Potenzial, das ihr geschildert habt, entsprechend durchschlägt, dann wird das, ja, das neue Amazon ist immer leicht gesagt, aber das neue Amazon für Zahnärzte. Und einfach mal aus meiner persönlichen Sicht gesagt, wenn es eben tatsächlich durchstartet und eben tatsächlich zündet, dann wird es mir als Patient vielleicht auch zünftig leichter fallen, einen Zahnarzttermin zu bekommen, weil weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis einfach in Präsenzfortbildung sind, sondern das einfach besser getimt und damit auch besser organisiert und eben auch besser die Patienten versorgt werden können. Ebenfalls vielen Dank.
Ja, Ladeplan. Wir sind in der Tat, meine bessere Hälfte und ich, seit ungefähr anderthalb Jahren Elektroautofahrer. Und das Problem, wo sind Ladesäulen? Sind überhaupt welche da? Und wenn ja, stehen sie überhaupt richtig? Das können wir aus Erfahrung beantworten. Nö, das ist nicht so. Ne? Meistens fehlen sie und wenn sie irgendwo stehen, dann stehen sie in der Pampa, aber da, wo man sie nicht braucht, im Industriegebiet, im Gewerbegebiet, ein Unternehmen, das eigene Fahrzeuge hat und dann eben die Ladesäulen auch der Öffentlichkeit mit zur Verfügung stellt, aber bis zum Stadtzentrum sind es 5 Kilometer, bringt auch nicht wirklich viel. Und dann eben mit eurem Ansatz hier KI-basiert dazu beizutragen, dass die Ladesäulen nicht nur insgesamt errichtet werden, sondern da stehen, wo man sie tatsächlich braucht. Da werden wir auch persönlich dann entsprechend den riesigen Vorteil von haben. Auch an der Stelle herzlichen Dank. Ja, ein paar Worte zu Recommendi, schon den Publikumspreis abgeräumt. Wenn es gut läuft, dann seid ihr vielleicht sogar der Lebensretter des kleineren Einzelhandels, der bisher vielleicht noch überwiegend stationär unterwegs ist, sich aber notgedrungenerweise, natürlich Corona war da auch wiederum ein Katalysator, der Online-Welt geöffnet hat, aber sich vielleicht aus Verzweiflung dann irgendwo auf den Marketplace oder auf andere große Handelsplattformen draufsetzen musste, weil sie keine bessere Idee hatten. Und dass die kleinen Händler an den Stellen nicht unbedingt super gut und super fair behandelt werden, ich glaube, das haben wir alle schon mitbekommen. Ihr habt ein breit aufgestelltes Team, was du präsentiert hast. Und wenn es denn so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt, und ich würde es euch wünschen, dann könnte es eben tatsächlich den Online-Einzelhandel eben auch in einer Art und Weise umkrempeln, die uns von der Marktmacht der wenigen Riesen eben auch tatsächlich dann befreien kann. Dankeschön. Ja, last not least, Van seid. Also ich bin kein Camper, tut mir leid. Hab mir eben überlegt, einer zu werden. Ja, glaube ich sofort. Also es ist ja ganz offensichtlich so, ein Team, was aus begeisterten Campern besteht, um anderen begeisterten Campern das Leben einfacher, schöner und besser zu machen über die geeignete Auswahl von Plätzen, aber eben auch vielleicht den einen oder anderen bisherigen Nicht-Camper, zu denen ich halt zähle, dann eben auch vielleicht für diese Art des Urlaubs dann auch zu begeistern. Ihr habt einen unmittelbaren, direkten Praxisnutzen, der sich ja auch in eurer Kundenanzahl schon an der Stelle entsprechend widerspiegelt und ebenfalls ein mittlerweile schon relativ großes und breit aufgestelltes Team, gerüstet für die hoffentlich, und ich bin mir sicher, positive Entwicklung in der Zukunft. Dankeschön. Ja, dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum Ernst des heutigen Abends, wenn ich das richtig sehe. Das ist richtig, genau. Und zu diesem Ernst möchte ich nämlich noch unseren Staatssekretär Herrn Dammermann zusätzlich auf die Bühne bitten. Willkommen zurück. So, ich überreiche jetzt schon mal einen Umschlag an Sie weiter. Ja, also so ein paar Spannungssekunden muss ich Ihnen noch gönnen, aber nicht mehr allzu viele. Seien Sie beruhigt. Es war ein wirklich enges Rennen. Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht und es hat nachher wirklich an wenigen Nuancen gelegen. Also ganz klare Aussage, keiner von euch geht hier heute als Verlierer raus. So ist das nicht gedacht und so ist es eben auch von dem, was ihr hier gezeigt habt, wie ihr euch hier präsentiert habt, definitiv nicht. Aber wir mussten Entscheidungen treffen. Wie gesagt, enges Ding, enges Rennen. Und das führt mich jetzt dazu, den zweiten Preis eben tatsächlich übergeben zu können an Fanside. Herzlichen Glückwunsch. Oh, jetzt gehe ich mal nach vorne, sonst wird's hier. Ja, sehr schön. Fanside, der zweite Platz. Das Foto wird noch besser, wenn ihr alle klatscht. Halt, bevor ihr abhaut. Wie habt ihr euch denn auf diesen Pitch vorbereitet? Ja, ich hatte noch... Achso, danke. Ich hatte eben noch 3 Stunden Zeit, nachdem wir heute Morgen schon wieder Bugfixes waren. Aber es hat eigentlich ganz gut geklappt. Das hat man gemerkt, dass du wenig Zeit hattest. Und was habt ihr, oder vielleicht wisst ihr es noch gar nicht, was habt ihr denn mit eurem Preisgeld vor? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir haben darüber schon mal
ganz kurz gesprochen. Jetzt ist es so, wir haben relativ wenig Zeit selber zum Campen gehabt. Und wir haben uns überlegt, wir machen mal eine Offsite vielleicht zusammen im Team, dass wir selber einmal eine Woche im Camper durch die Gegend fahren, mal unsere eigenen Stellplätze kennenlernen. Wieder mal, weil halt doch sonst immer die Zeit dafür fehlt. Und das wäre tatsächlich ein ganz guter Anlass dafür. Das also, habe ich sehr gegönnt. 1000 Euro für den Urlaub in Delbrück. Ja. Also dann kann man sagen, da hat die NRW-Bank das Preisgeld gut investiert. Sehr gut, ja. So, ich überreiche einmal hier den ersten Platz, nehme ich schon mal rüber. Da bin ich jetzt natürlich sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Wir haben die Sitzgelegenheiten aus Pappe gemacht, damit wir jetzt alle gemeinsam einen Trommelwirbel machen können. Das wollten wir letztes Mal schon machen, ne? Aber sehr schön. Ah, cool. Der erste Preis der Jury geht an Recommendy. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, hier mit. So, einmal nochmal gucken. Genau, und klatschen, dann werden die Fotos. Und klatschen, genau. Ja, genau. Ihr guckt noch ganz sprachlos. Verratet uns bitte den Tipp, wie schafft man es, zweimal abzuräumen? Was sagt man jetzt? Das ist schwierig. Ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach von seiner Idee überzeugt ist. Und wenn man von seiner Idee überzeugt ist, immer zu versuchen, das auch so rüberzubringen, dass die Leute so ein bisschen mitfiebern können. Ja. Oscar-Preisträger bedanken sich noch bei ihren Eltern. Keine Dankesrede vorbereitet. Ja, wenn ich was sagen darf, auf jeden Fall vielen Dank auch an das gesamte Recommendy-Team. Ohne dieses Team wäre das niemals möglich gewesen. Ich bin sehr froh, dass wir alle so eine starke Truppe sind. Danke für euch, auch für den User-Preis oder den Publikumspreis. Und danke auch für die Veranstalter, dass wir hier das alles machen können. Wir danken euch. Vielen Dank. Und ihr seid ja jetzt nicht zum letzten Mal heute auf der Bühne. Ja, wir sind ja noch beim Out of the Box und... Ach so, das auch noch, das wusste ich doch. Ach Mensch. Im Finale, 13. September. Genau. Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Sorry, gar nicht gesehen. Genau, alle, die einen Abend gewinnen damit einen Startplatz für den Landeswettbewerb am 13. September in Düsseldorf. Und alle, die jetzt noch nicht auf der Bühne waren, kommen jetzt noch auf die Bühne. Genau, ich wollte gerade sagen, die haben nämlich auch noch was verdient. Ich möchte nochmal die drei Startups hochbitten, die zwar nicht gewonnen haben, aber trotzdem zu unseren Top 5 gehören. Einmal hoch auf die Bühne, Credula. Crocodile Health. Und Ladeplan. Nochmal einen Tosen und Applaus für die drei. Genau. Ruhig mal ein bisschen versetzt aufstellen. Das ist für den Fotografen dann einfacher. Jetzt dann mal hier. Traut euch, das ist nur der Staatssekretär. Ja, ist auch ein wirklich beeindruckender Frauenanteil hier auf der Bühne. Also insofern. Da müssen wir noch dran arbeiten, in der Tat. Was wir aber beim Gründerstipendium, wir werten das ja auch gezielt aus. Es ist schwer, das wissen alle, die sich in der Szene bewegen, aber mit der, ich glaube, wir haben 34% Damen, die das Gründerstipendium bekommen, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Also schon mal deutlich mehr, als insgesamt es Gründerinnen gibt. Noch schöner wäre natürlich 50-50. Insofern, solche Bilder mögen bitte die Damenwelt motivieren, demnächst auch hier stärker dabei zu sein. Das aber nur am Rande, was euch motivieren soll, das will ich nur sagen. Ist ja immer ne Teilnahmeurkunde, wenn es zwei Sieger gibt, aber vielleicht hatte die Jury gar keine Ahnung. Vielleicht seid ihr die erfolgreicheren Unternehmen, also zeigt der Jury, dass sie keine Ahnung hat. Macht es. Gutes, das Beste aus eurem Business. Ja, vielen Dank dafür. Das Gewinner-Startup steht nun endlich fest. Man hört mich hoffentlich noch. Ja, sehr gut, dann stelle ich mich mal hier hin. Wir drücken natürlich
Also ihr könnt gerne noch hierbleiben. Wir machen gleich noch ein paar Fotos. Sonst müsst ihr gleich nochmal wieder hoch. Wir machen noch ganz viele Fotos. Wir machen noch ganz viele Bilder. Genau. 13. September ist das große Finale. Wir drücken euch ganz fest die Daumen dafür, dass ihr Paderborn dort Hammer verdreht und auch den Sieg dann hier in diese tolle Region OWL Paderborn zurückholt. Einen großen Dank möchte ich natürlich aussprechen an unsere fabelhafte Jury, deren Köpfe wirklich ganz extrem geraucht hat. Danke an euch. Einen weiteren Dank möchte ich natürlich auch aussprechen an unsere tollen Partner und Sponsoren, die heute uns hier unterstützt haben. Jetzt laufen alle weg. Mensch, was ist denn los? Mensch, okay. Vielen Dank an die Sponsoren und an die Partner. Applaus bitte. Und natürlich einen ganz, ganz herzlichen Dank an unsere 5 Startups, die heute hier gepitcht haben. Ihr habt das so, so hammermäßig gut gemacht. Danke, dass ihr hier wart. Ja, und euch, liebe Gäste, möchte ich natürlich auch dafür danken, dass ihr alle heute hier vor Ort wart. Ich glaube, es war eine ziemlich, ziemlich gute Veranstaltung. Da können wir gerne weitermachen. Schön, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. Danke, dass ihr hier seid. Schönen Abend noch. Und das war's auch schon. Das war der 5. Meet, Greet and Beat. Wir sehen uns in einem Monat wieder. Wenn ihr möchtet, dann in Köln am 23. Juni. Wer Lust hat, kann dann gerne dann in den südlichen Teil von Nordrhein-Westfalen kommen. Auch sehr schön da. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Viel, viel Spaß noch beim Networking. Ciao, mach's gut.